So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich befinde mich hier im guten alten Train Simulator und wir fahren heute mit der Baureihe 4748 einen Regionalexpress von Lindau nach Bludenz. Wieso genau ich mir diese Strecke ausgesucht habe, werde ich euch dann später noch erzählen. Zuerst rüsten wir mal den Zug auf, denn um 6.55 Uhr ist Abfahrt. Zugnummer ist die 5553, glaube ich. Ja. Richtungswender nach vorne. Türen auf. Und dann lassen wir mal die Fahrgäste einsteigen. Hier drüben ist gerade eine Baureihe 628 eingefahren und hier kommt gerade eine Baureihe 245 mit Doppelstockwagen. Jetzt hat sie geladen. Ja, wie gesagt, ich fahre heute mit der Baureihe 4748. Das ist, wie man sehen kann, vorher vielleicht nicht, jetzt, der vierteilige Desira ML. Das Ganze ist eine Mod für den ÖBB 4746, also für das DLC. Die Mod ist von Turbo GTW, den Link habt ihr in der Videobeschreibung. Ja, diese Mod liefert unter anderem auch ein Sound-Update für den anderen 476, also für den 4746 mit und auch Verkehrsverbundlackierungen für den 4746 und eben diesen 4748, also diese Mod ist einfach genial. Ja, und eine neue Führerstandssicht, etwas weiter unten glaube ich ist die, steht dort genau in der Beschreibung, also ich finde diese Mod super. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. So, jetzt müssten wir gleich losfahren können. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Bludenz. Und Abfahrt. Befreiung. So. Ausfahrt mit 30. Ja, was ich noch dazu sagen muss, ich bin kein Profi. Also es muss nicht alles richtig sein, was ich hier mache, oder es muss nicht immer korrekt sein, wie ich fahre, beziehungsweise mich verhalte. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn man irgendwas in der Realität anders macht, als ich es hier mache. Also ich bin für Verbesserungen gerne offen. So, jetzt fahren wir gerade von der Insel in Lindau aufs Festland. Hier links zweigt die Bahnstrecke Richtung München ab. Wir dürfen auf 50 beschleunigen.
Wie gesagt, wir fahren einen Regionalexpress, also auf dieser Strecke gibt es ja parallel auch die S-Bahn. Nur die hält halt viel öfter und ich dachte mir für das Szenario, es ist dieselbe Strecke, brauchen wir auch nicht an jeder Station halten. Deshalb habe ich mir gedacht, reicht ein Regionalexpress aus. Hier kommt der Kollege. Auch ein 4748. Hier sogar noch mit schönen alten Formsignalen. Ja, hier irgendwo befindet sich ja jetzt der neue Lindauer Bahnhof in der Realität, wo es die meisten Züge, also Fernzüge, alle halten und auch ein großer Teil von den Regionalverkehrszügen. Also es fährt nur mehr ein, wie viele es genau sind, weiß ich nicht. Aber es fahren auf jeden Fall nicht mehr alle jetzt auf die Insel mittlerweile. Der müsste hier irgendwo sein in der Realität. Der ist hier im Spiel natürlich, weil die Strecke schon ziemlich alt ist. Aber immer noch eine der schönsten Strecken, wie ich finde. Halt natürlich da noch nicht da, weil es ihn, glaube ich, erst seit 2020 oder so gibt. Müssten wir dann auch schon bald zur Grenze kommen. Genau, da vorne überfahren wir die Grenze und erreichen jetzt gleich den Bahnhof in Lochau. Hier ist die Grenze auf der Brücke. In Kürze erreichen wir Lochau-Hörbrand. Ja, der CityChat ist natürlich mit dem CityChat-Ansagenpaket ausgestattet. Der Link dazu ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Ist auch eigentlich ein Muss, wenn man diesen Zug fährt. Vor allem auf österreichischen Strecken. So, hier haben wir jetzt 4 Minuten sogar Aufenthalt. Und inzwischen kann ich euch einmal erzählen, wieso ich ausgerechnet diese Strecke ausgesucht habe, die ja im TS schon seit fast Anfang, glaube ich, draußen ist. Seit wann genau, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schon sehr lang. Ja. Jeder, der vielleicht die Simulatorenwelt im letzten Monat etwas verfolgt hat, also die Nachrichten aus der Simulatorenwelt, wird es vielleicht schon ahnen, denn am 26. September erscheint der neue TSW 4, unter anderem mit der Strecke Lindau-Bludenz. Für manche auch schon am 21. September, je nachdem, welche Version man, ob man vorbestellt hat oder welche Version man vorbestellt hat. Und ja, und demnächst wird es bei mir im Kanal auch ein TSW 4 Video geben.
Also das wird das nächste Video dann sein und da dachte ich mir zur kleinen Einstimmung, das Video wird jetzt erscheinen, wenn halt schon andere DSV 4 schon erschienen ist. Aber noch als kleine Einstimmung fahren wir heute nochmal im guten alten TS eine Runde. Und da dachte ich mir, fahren wir, dass es nicht genau gleich ist, wir werden dann im TSW genau die Gegenstrecke fahren, von Bludenz nach Lindau. Ob wir da eine S-Bahn fahren oder auch einen Rex, weiß ich noch nicht, muss ich noch schauen. Ja. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt hier den 4748, weil der in der Realität auch schon einen Großteil der Leistungen übernimmt. Und nicht wie im, also nicht wie im TSW den Talent, dass es auch etwas Abwechslung gibt. Ich hätte zwar hier, wenn den CityChat Talent genommen, aber vom Führerstand her ist er ja genau gleich. Und für den CityChat gibt es eben dieses schöne Ansagenpaket und diesen schönen 4748er Mod. Und ich bin noch zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, auch noch keine Runde im TSW 4 gefahren. Also im Video wird dann auch die erste Fahrt sein. Und deshalb, ja, bin ich auch schon gespannt, wie alles im TSW 4 dann ausschauen wird. Ich habe mir auch noch keine Videos angeschaut, weil ich mich gerne überraschen lasse. Und ja, das werde ich dann gemeinsam mit euch hoffentlich erleben können. Dann haben wir noch eine Minute Aufenthalt. Ja, das Szenario ist übrigens nach realem Fahrplan erstellt. Also sowohl mit Spielerzug als auch KI-Zügen, so gut es ging. Der Simulator berechnet für einige, zwischen einigen Stationen für die Abstände länger Zeit, als man in der Realität brauchen würde. Aber ich bin jetzt schon einmal Probe gefahren, dieses Szenario. Man ist an jeder Station etwas früher da und hat eigentlich auch immer etwas Aufenthalt. Also nur, dass ihr es wisst, ich habe das jetzt nicht extra, dass ich viel Puffer habe, sondern es ist eigentlich nach realem Fahrplan. Es ist eigentlich das strengste bis auf diese Station hier. Da musste ich ein bisschen später stehen, aber auf die anderen Stationen ist eigentlich immer das frühestmögliche, was im Simulator ging. Die Abfahrtszeiten, ja, manchmal habe ich da ein bisschen länger gestellt. Zug nach Bludenz. Nächster Halt, Next Stop, Bregenzhafen. Manchmal habe ich die ein bisschen später gestellt, die Abfahrtszeiten, dass es eben mit dem realen Fahrplan übereinstimmt. Aber ich habe mir da jetzt nicht einen extra großen Puffer gesetzt, dass ich ja pünktlich bin. So, jetzt kommt dann, finde ich, auch der schönste Teil der Strecke, den Bodensee entlang, vor allem noch auf einer schönen eingleisigen Strecke. Solche Strecken liebe ich. Da rechts mit dem Fußgängerweg, links mit der Straße und dazwischen die eingleisige Bahnstrecke. Da freue ich mich schon drauf, im TSW das zu fahren. Das finde ich die schönste Strecke an dem Abschnitt. Also der schönste Abschnitt entlang der Strecke. Hier zwischen Locher und Bregenzhafen oder auch der Abschnitt von Bregenzhafen nach Bregenz ist auch ganz nett. Also wenn man da rechts rausschaut, das ist unglaublich eigentlich. Vor allem für damalige Verhältnisse, wie die Strecke rausgekommen ist. Ist die meiner Meinung nach auch mit heutigen Strecken noch vergleichbar. FIFA. So. In Kürze erreichen wir Bregenzhafen. Etwas zu schnell. Man sollte sich halt aufs Fahren konzentrieren und nicht auf die Landschaft. Und Einfahrt in Bregenzhafen.
Ja, hier links steht die S-Bahn, die dann kurz... Warum habe ich jetzt eine Zwangsbremsung bekommen? Keine Ahnung. Ja, ich sollte mich halt aufs Fahren konzentrieren und nicht aufs Reden. Da links steht die S-Bahn, die dann kurz nach uns wegfahren wird. Und ja, wie ich herausgefunden habe, auch in der Realität oft erst in Bregenz Hafen startet. Also nach Lindau sind die meisten Züge Regionalexpress-Züge. Ich weiß halt nicht, wie es im Fahrplan in TSW ausschauen wird. Ja, da werden wir wahrscheinlich auch einen Regionalexpress fahren. Station Bregenz-Hafen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Weil sonst die Fahrt gar etwas lang wird. Und eine Stunde Fahrzeit genügt eigentlich auch. Fürs Video. Weil die Strecke hat man dann schon gesehen. Das ist ja dieselbe, wie gesagt, zwischen S-Bahn und Regionalexpress. Nur halt die Halte sind anders. Der Regionalexpress fährt halt öfter durch. Zug nach Lude. Nächster Halt, Next Stop, Bregen. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. So, jetzt kommen wir dann zum Bregenzer Hauptbahnhof. Hier durch die Stadt die Strecke finde ich auch wunderschön. Also das ist, finde ich, von Lochau bis zum Bregenzer Hauptbahnhof der schönste Abschnitt an der Strecke. In Kürze erreichen wir Bregenz. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Ja, und der Bregenzer Hauptbahnhof ist halt meiner Meinung nach auch einer der schönsten im TS ausgestalteten Bahnhöfe. Da weiß ich nicht, das sollte ja mal, da gab es ja mal Pläne, den neu zu bauen, den Bahnhof, ob der jetzt schon neu gebaut wurde. Oder wie es da jetzt mit den Planungen ausschaut. Weiß nicht, wenn ihr es wisst, könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Station ja. Bregenz. Können wir jetzt auch befreien. In Fahrtrichtung links. Ja, das kann ich euch ja mal zeigen, den Bahnhof. Hier mit den einzelnen Wegen, die man wirklich da oben durchgehen kann im Spiel. Das finde ich einfach klasse. Hier rüber auch auf den Vorplatz runter. Gut, hier nicht. Gut, das ist halt jetzt nicht so, weil... Ah, diese Brücke darüber und durchs Gebäude, das finde ich einmalig. Also ich kenne zumindest im TS keinen anderen Bahnhof, der so ausgestaltet ist. Vielleicht gibt es ja noch andere, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich kenne zumindest keinen. Gut, vielleicht der Wiener Hauptbahnhof mit der Bahnhofshalle noch. Zumindest ist mir jetzt schon aufgefallen, einmal bei der S-Bahn-Stammstrecke, der ist noch ziemlich ausgestaltet, aber... Ja. Müsste auch gleich Abfahrt sein. Ich glaube, die Zwangsbremsung vorhin habe ich auch bekommen, weil ich das Signal, glaube ich... Ludenz. Nächster Halt, Next Stop, Riedenburg. Danke sehr. Weil ich das Signal, habe ich, glaube ich, vor dem Einfahren... Habe ich, glaube ich, bevor ich beim Signal war, bestätigt, aber danach nicht mehr. Da war ich aufs Reden etwas fokussiert. Ja, jetzt ist, glaube ich, noch 60. Für einen Abschnitt, soweit ich weiß. Genau, bei diesem Signal sind wir über die Weiche noch 60.
so erreichen wir gleich den Bahnhof in Bregenz-Riedenburg. Können auf 120 beschleunigen. In Kürze erreichen wir Riedenburg. Kollege. In der Station habe ich es immer irgendwie nicht so mit dem Bremsen. Ich weiß nicht wieso. Da bin ich gespannt, ob es das im TSW dann auch so sein wird. Station Riedenburg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich immer genau an der Station etwas Bremsprobleme habe, auch bei den Testfahrten. Da habe ich da auch immer schon in die Notbremsung gehen müssen. Zug nach Ludenz. Nächster Halt, Next Stop, Dornbirn. Genau, bis jetzt haben wir ja eben an jeder Station gehalten. Und ab jetzt fahren wir eben bis Dornbirn. Ich glaube, drei oder vier Stationen sind es, wo wir jetzt durchfahren. Ja, was mich auch interessieren würde, das konnte ich leider nirgends herausfinden, wie hoch eigentlich der Talent- und der Desiro-Anteil in Vorarlberg aktuell ist. Also wie viele Talent dort aktuell eigentlich noch fahren und ob überhaupt noch Talent fahren aktuell. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, würde mich wirklich interessieren. Beziehungsweise auch wo in Vorarlberg, also ob die dort noch fahren und wenn ja, wo die, auf welchen Umläufen die ungefähr fahren. Also Regionalexpress oder S-Bahn, die Doppelstockwagen. Also wie viele Doppelstockwagen da noch fahren? Also ob sie überhaupt noch fahren? Und auf welchen Umläufen? Also S-Bahn oder Regionalexpress? Müsste uns eh gleich einer entgegenkommen, würde mich auch interessieren. Da kommt er. Rechts der Güterbahnhof in Wohlfurt. Da hätte ich eigentlich im Szenario noch Güterwagen platzieren können. Das hätte dann noch besser ausgeschaut. Aber gut. Jetzt ist es so, ich kann es nicht ändern. Ich könnte noch welche platzieren und das Video nochmal neu aufnehmen, aber zahlt sich nicht aus für die paar Sekunden, die man dann vorbeifährt. Aber diese Landschaft mit dem Gebirge da vorne finde ich auch toll. Ja, ich bin auch schon gespannt, was im TSW noch für andere, also eine ist ja angekündigt, eine österreichische Strecke noch. Was das für eine sein wird, ich hoffe ja immer noch auf die Stammstrecke in Wien, dass die einmal in TSW auch kommt.
also die Schnellbahn-Stammstrecke. Aber ich glaube, das wird die nächste Strecke sicherlich nicht sein. Weil es muss ein Aufwand sein, das zu bauen, vor allem mit den dichten Taktungen. Es wäre natürlich ein Spielerlebnis, ein tolles. Aber es muss sehr aufwendig sein, es zu bauen. Also ich glaube eher, dass noch eine andere, vielleicht Gebirgsstrecke kommen wird, wo man auch mit dem Talent fährt. Weil auf der Stammstrecke in Wien fährt man eigentlich auch nicht richtig. Also einzelne Züge, aber auch nicht wirklich mit Talent. Da müsste man einen neuen, die Zero entwickeln oder vielleicht sogar den 4020. Wäre vielleicht, also wäre sogar, wäre mein Wunsch, wenn die einmal kommt. Ah. Naja, wünschen kann man sich viel. Und auch viel spekulieren. Jetzt mal zurück in die Gegenwart, jetzt sind wir gleich in Dornbirn. Und haben 1000 Hertz Beschränkung. Ja, also ich glaube eher, dass noch eine Strecke kommen wird, wo der Talent dann wieder eingesetzt wird. Vielleicht kommt auch mal eine Talentversion im CityChat Design. In Kürze erreichen wir Dornbirn. Obwohl mir ein echter Talent in der Version, in der Originalversion, viel besser gefällt und meiner Meinung nach auch viel bequemer ist. Obwohl bequemer, ja, man fühlt sich etwas mehr Ich fühle es zumindest so, dass man in den unmodernisierten, sind leider nur mehr einzelne wenige, mehr Platz hat. Also, ja. Da bin ich gespannt, ob die Umbauvariante auch mal in den TSW kommt. Beziehungsweise die Lackierung wird nur eine Frage der Zeit sein. Wenn der TSW erschienen ist, bis sie dann im Creators Club auch erscheinen wird. Eine CityChat-Lackierung, wie sie uns da eben auch entgegenkommen, die Talent. Station Dornbirn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber ob es auch wirklich mit der Innengestaltung einmal kommt. Also mit den anderen, also mit den Sitzmodellen, mit den Kopfstützen. Das kann ich euch dann im TSW dann besser erklären, wenn wir den Talent vor Augen haben. Müsste bald wieder ein Zug kommen. Ich glaube, ich sehe da vorne einen. Also ist, soweit ich weiß, ein Desiro. Ja, mir gefällt auch diese Vorarlberger, also erstens die Vorarlberger Türtöne, vor allem beim Öffnen, finde ich viel angenehmer als den restlichen, als die zum Beispiel in Wien, woher ich sie kenne. Weil ich kenne den Vorarlberger nicht aus der Realität. Habe es bis jetzt nur in Videos gesehen und eben hier im Spiel. War viel angenehmer als in den Wiener, weil da ist der Türton, vor allem wenn man eine längere Strecke fährt und vor allem bei geringen Halteabständen, etwas nervig. Ja, und diese Lackierung hier gefällt mir super. Und auch den habe ich jetzt gesehen, Fotos von der neuen Tirol-Version. Mit den Tiroler Bergen drauf und dem, oder dem gräulichen Design, den Tiroler Bergen drauf und auch den grauen Sitzbezügen. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, auch ein 4748, bin ich gespannt, ob der dann auch mal für den TS kommt. Was ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht im TSW einmal ein Railjet kommt, noch auf der Strecke. Als DLC, das könnte ich mir gut vorstellen für die Strecke. Zwischen Bregenz und Bludenz fährt er ja auch in echt, sogar mit Teilung in Feldkirch. Aber zumindest wie oft er bis Bregenz fährt, glaube ich, nicht jeder. Bis Feldkirch fährt auf jeden Fall wieder, die nach Zürich dann fahren. Und ja, manchmal ist noch ein Zug, der nach Bregenz dann dran. Das wäre wirklich nett, wenn man es auch mal umsetzen würde. Ah ja, das wären Wünsche. Kommen wir zurück zur Realität.
nach Als Realität hier im Spiel. Nächster Halt, next stop, Hohenems. Ausfahrt mit 40 oder 45. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den TSW, also ob ihr euch auch schon so auf den TSW freut, weil sie freuen eher weniger, weil er dann schon draußen ist, wenn ihr das Video schaut, aber ob ihr ihn euch gekauft habt oder euch den kaufen werdet, das würde mich auch interessieren. Und was euer Lieblingsinhalt ist, auf den ihr euch am meisten gefreut habt oder am meisten freut. Der ja mitgeliefert wird im TSW 4. So, nächster Halt Hohenems. 7 Kilometer. Ja, da kann ich ein bisschen was zu dem Kanal auch einmal sagen. Also auf dem Kanal werden so Simulatoren-Videos kommen, wie wir es eben hier haben. Train Simulator habe ich ja auch etwas vor, noch in Wien. TSW Transportfilm habe ich ein Projekt vor, aber da verrate ich noch nichts. Da, ja, könnt ihr euch überraschen lassen oder, ja. Ich kann nur so viel sagen, es wird eher eine Art Schönbauprojekt werden. Ah ja, mehr verrate ich noch nicht. Und ja, OMSI ETS vielleicht, weiß ich noch nicht. Ob ich da auch was zu machen werde mal. Ja, wir werden sehen. Und was halt noch so alles kommt, Tramsim wird sicherlich kommen. Ja. Ja, also ich kann es nicht oft genug sagen, auch wenn ich wieder dieses Bild hier sehe, die Strecke ist für ihr Alter. Also sie ist natürlich mit, muss ich auch sagen, mit aktuell erschienenen Strecken eigentlich nicht vergleichbar. Also ja, in gewissem Maße schon. Na klar kommt sie nicht an die Qualität ran, aber für die Zeit, wo sie damals erschienen ist, ist sie einfach top, muss ich sagen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Vielleicht werde ich auf der Strecke auch noch ein paar Mal öfter im Video fahren. Also nicht nur vielleicht, ziemlich sicher werde ich noch ein paar Mal öfter fahren. Mit dem Railjet hier sicher einmal. Vielleicht auch einmal in die Schweiz runter. Den Talentern.
Station Hohne. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, dass ich etwas rede zwischendurch. Schaffe ich es jetzt auch fast immer relativ, also nicht zu früh zu sein, immer relativ pünktlich. Weil ich glaube, ich einfach nur... ob ich jetzt einfach langsamer fahre und oder jetzt gesitteter unterwegs bin, also vorher rasanter gefahren bin. Bei meinen Probefahrten. So, jetzt geht's weiter. Zug nach Ludenz. Nächster Halt, next stop, Götzis. Vorhin ist sogar 160er Geschwindigkeit, also dann können wir den Zug einmal voll ausfahren. Vorhin kommt gerade ein Kollege, schaut mir von den Lichtern ja nach einem Talent aus. Genau, da vorne ist schon 150. Wieder. Dann erreichen wir gleich den nächsten Bahnhof. So, etwas zu früh gebremst. Na, dann kann ich da etwas entspannter in den Bahnhof einfahren. Dann sind wir immerhin pünktlich wieder. Ist es etwas sanfteres Bremsen für die Fahrgäste. Ist auch angenehm. Station Götzis. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Drüben kommt wieder ein Zug. Zur Abfahrt. Sogar ein Solo-Talent drüben.
haben wir die Hälfte der Strecke, glaube ich, auch schon bald geschafft. Müssten wir zumindest. Aber auch da gefällt mir wieder die Landschaft sehr gut einfach. Mit dem Tunnel da vorn, rechts die Autobahn. Ist wunderschön. Da ich kann es wieder nicht oft genug sagen, freue ich mich schon das Ganze in TSW 4 zu sehen. Ja, und ich dachte mir, es ist vielleicht ganz nett, die Strecke eben jetzt noch im alten TS zu fahren und dann im Vergleich im TSW 4. Und es ist vielleicht eine ganz nette Einstimmung. So 2 Kilometer noch, dann sind wir auch in Rankweil. Dann ist es nicht mehr weit bis, ich glaube, es ist nur mal eine Station bis Feldkirch. Von Feldkirch sind es auch nochmal 2 Zwischenhalte nach Bludenz. Kann ich mein Tempo rausnehmen. Also dann schön gemütlich in den Bahnhof reinbremsen können. Weil wir sind eh viel zu früh dran. In Kürze erreichen wir Rankweil. Kann ich schon mal etwas Tempo rausnehmen. Mit knapp 50% in den Bahnhof bremsen. Jetzt etwas mehr. Fast punktgenau. Station Rankweil. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, punktgenaues Halten, das ist bei mir immer auf der Stammstrecke lustig. Also mittlerweile habe ich schon heraus, nur zu Beginn war das recht unterhaltsam, mir dazu zu schauen. Es wäre dann, wenn ich da Videos gemacht hätte, von wären es Unterhaltungsvideos geworden. Aber es ist teilweise, vor allem in der Station Handelskeder, immer noch schwieriger in der Stammstrecke. Weil die ja wirklich genauso lang ist, wie ein Zug lang ist. Und den da Punkt genau zum Stehen bringen, ist immer noch schwierig. Also da muss ich ehrlich sagen, habe ich wirklich Respekt vor den Lokführern der Realität allgemein. Vor allem speziell an der S-Bahn-Stammstrecke in Wien. Um 38 ist Abfall, das war mir viel zu früh zum Beispiel, über eine Minute.
So, jetzt müsste es gleich weitergehen dann. In 15 Sekunden. Zug nach Ludenz. Nächster Halt, Next Stop, Feldkirch. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Auch schon gleich in Feldkirch. In knapp 3,5 Kilometern. Schnell runterbremsen auf unter 85. So. Jetzt einfahren in den Bahnhof in Feldkirch. In Kürze erreichen wir Feldkirch. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Soll ich den Scheibenwischer eingeschalten, ist versehen. Na? Falsche Taste erwischt. Kümmere ich mich gleich in der Station drum. Ja, warum ich den Haltepunkt so weit hinten genommen habe, weiß ich auch nicht. Weil eigentlich wäre der Aufgang da weiter vorne. Irgendwie dachte ich, der wäre da hinten, aber... Station. Okay. Diesen Scheibenwischer ausschalten. So. Ich hoffe, jetzt ist er aus. Kurze Scheibenreinigung. Nein, immer noch nicht. Ja, ist in Stufe 1. Da in die P-Position. Jetzt hoffe ich nur, dass das Signal dann grün wird. Bei der Probefahrt ist mir da passiert, dass ich etwas zu weit gefahren bin und dann eine Zwangsbremsung bekommen habe am roten Signal. Falls es rot bleibt, muss ich anfordern beim Fahrdienstleiter eben. Und falls ich es überfahren darf, eine, was ziemlich sicher so sein muss.
PZB ausschalten und drüber. Dann wieder einschalten nachher. Oder ich weiß nicht, was macht man denn mit der PZB, wenn man ein halbsägendes Signal überfahren soll in der Realität, beziehungsweise auch im Spiel am besten? Dass man keine Zwangsbremsung bekommt, oder bekommt man denn in der Realität einfach eine Zwangsbremsung und fährt wieder weg dann? Würde mich auch interessieren. Zug nach Ludenz. Nächster Halt, next stop, Frastanz. So, jetzt ist das Signal auch entsprechend grün. Bestätigen. Passt. Genau, der richtige Halt wäre vorn gewesen eigentlich. Und auch entlang des Flusses. Auch wunderschön die Strecke. Da vorne kommt gerade der Versuch, den Nachtzug Wien-Bregenz nachzubauen im Simulator. Ja, ist mir so mittelgut gelungen, weil ich das. Ziffer Zwangsbremsung würde mir noch fehlen, weil ich das Nightjet-Paket nicht besitze. Habe ich es versucht, möglichst mit alten Nachtzugwagen, die. Also mit dem 3D-Zug Abteilwagen der ÖBB und den alten Freeware Nachtzugwagen und Autozugwagen zusammenzustellen und fahren. Ich glaube, die liegt ins Dunkel-Taurus, habe ich da genommen, aus dem RWA-Taurus-Paket. Ja. Habe ich versucht, den nachzustellen. Station Frastanz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Zug nach Ludenz. Nächster Halt, Next Stop, Nenzing. So, letzter Zwischenhalt. Sich schon mal sanft runter zum nächsten Halt. Bestätige die SIFA. Kollege, auch in 4748. In Kürze erreichen wir Nenzing. Station Nenzing. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, letzter Zwischenhalt. Bis vor dem Ende. Und auch wieder zu früh. Zug nach Ludenz. Nächster Halt, Next Stop, Ludenz. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. So, die letzten 10 Kilometer.
So, 4 Kilometer noch. Und dann ist das Ende da. Schnell runterbremsen. Da vorne kriege ich gleich wieder 1000 Hertz rein. Genau. In Kürze erreichen wir Ludenz. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Dann Einfahrt in die Endstation in Bludenz. Station Ludenz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Gibt's nicht für die Rückfahrt, okay. Okay, gut, ist egal. Dann ja. Hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Den Führerstand können wir noch abrüsten. So. Dann hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Like unter diesem Video zeigen. Und ja, Verbesserungsvorschläge, Tipps und so weiter gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich, euch wieder im TSW 4 begrüßen zu dürfen.